Ein sehr hässliches Reihenhaus-Entlein wurde endlich zum Schwan. Das Haus mit dem Projektnamen Purple Rain ist komplett renoviert und steht kurz vor der Vermietung. Alle Details zum Haus, die Vorher- und Nachher-Bilder siehst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Als Immobilieninvestor konzentriere ich mich auf den Raum Philadelphia hier an der Ostküste der USA. Ich habe dir auf diesem Kanal schon mehrere Projekthäuser vorgestellt und heute geht es um die letzte Folge zu dem Projekthaus Purple Rain. Purple Rain ist ein rein Mittelhaus im Norden von Philadelphia. Dazu gab es schon zwei Videos. Das erste Video war kurz nach dem Kauf, wo das ganze Haus noch zugemüllt ist und alles kaputt war. Das zweite Video dazu war die Begehung während der Renovierungsarbeiten und heute ist das letzte Video die Fertigstellung. Das heißt, das Haus ist komplett fertig und steht kurz vor der Vermietung. Ein Link zur gesamten Playlist dieses Purple Rain Objektes, den findest du in der Beschreibung dieses Videos. Das heißt, du kannst dir mit der Playlist diese gesamte Folge 1 bis 3 nochmal anschauen. Was ist das für ein Objekt und warum eigentlich Purple Rain? Das Haus steht im Norden von Philadelphia. Es ist ein rein Mittelhaus und es ist von außen lila, also purple. Beim Kauf hatte es ein kaputtes Dach, wo es reingeregnet hat und im Keller waren mehrere Leaks, also mehrere Löcher in den Wasserleitungen. Da hat es getropft und deswegen Rain, also Purple Rain. Alle Zahlen zum Haus wie Kaufpreis, Renovierungskosten und die zu erwartenden Mieteinnahmen zeige ich dir am Ende des Videos. Jetzt erstmal, wie eingangs schon versprochen, die Vorher-Nachher-Bilder. Auf geht's, schauen wir es uns an. So sah das Ganze vorher aus. Sehr erschreckend, oder? Also immer noch Glasvertäfelung. Angeklebte Steine, alle Couches in den Plastik eingepackt. Ekelhafter Fußboden, durchgeweicht teilweise. Ja, vergittert hier vorne. Der Fußboden, wie du siehst, ist komplett neu. Die Wände sind gestrichen, die Decken sind gemacht. Also das ganze Popcorn Ceiling nennt sich das und Popcorn Siding, also das ist diese raue Oberfläche, das wurde entfernt. Die Verkleidung für den Heizkörper komplett neu bzw. neu gestrichen, abgeschliffen. Die Elektrik komplett ausgetauscht. Die Treppen sind komplett abgeschliffen bzw. der Teppich wurde entfernt. Der war ziemlich ekelhaft hier und hier haben wir neuen Fußboden. Die Farbe passt auch sehr schön. Die Toilette wird noch weggeräumt, versprochen. Dieses Bad in dem Fall auch komplett neu. Also hier haben wir Subway Tiles, nennt sich das. Drei Bedrooms. Hier ist der zweite Bedroom. Da kam die Decke runter, wie man auf dem ersten Video sieht. Da musste komplett oben das Ganze ausgetauscht werden. Hier im dritten Schlafzimmer bzw. im Master Bedroom, der ganze Schrank wurde neu gemacht. Der Fußboden ist überall der gleiche, schön verlegt, längs, das macht das Haus ein bisschen größer. Also das Raumgefühl ist ein ganz anderes, wenn keine Baumaterialien oder in Plastik eingeschweißten Couches mehr dastehen, oder? Hier sind die Couches. Ab in die Küche. Das war die Küche vorher, also alles holzvertäfelt. Zugestellt, Löcher im Fußboden, wo es durchgeregnet hat, reingetropft hat. Hier an der Decke seht ihr noch den Wasserschaden.
das ist die Küche heute. Also neue Appliance hier, Gasherd, Farm Sink. Das ist so ein bisschen größeres Sink einfach. Subway Tiles, ja, und neue Cabinets. Und es gibt auch ein schönes Bild, oder? Lasst mal ein Feedback da, wie euch die Küche gefällt. Du siehst, das Haus ist noch nicht ganz fertig. Es gibt noch ein paar kleine Schönheitsfehler. Die Reparaturen sind schon eingetaktet und werden gerade gemacht. Es ist bereit zur Vermarktung und zur Vermarktung nutzen wir die 3D-Modelle. Schauen wir uns das Haus im 3D nochmal an. Was ihr hier seht, ist wieder die gesamte gerenderte 3D-Aufnahme vom Haus, also 360 Grad. Und da gibt es so ein hervorragendes Dollhaus, nennt sich das, also ein Puppenhaus, die Puppenhausansicht. Und das ist es eigentlich auch. Jetzt seht ihr hier jeden einzelnen Raum komplett renoviert. Wir können das Haus komplett drehen, von oben reinschauen, Grundriss malen, was auch immer. Hier seht ihr jetzt auf jeden Fall, der Fußboden ist durchgängig derselbe im ganzen Haus. Also sowas ist immer schön. Die Gitter an den Fenstern, das hatten auch einige in den Kommentaren bemerkt, sind ein bisschen abschreckend. Also das ist jetzt das gesamte Haus im Nachher. Solche Aufnahmen haben wir im Bauzustand bzw. kurz nach Kauf nicht gemacht. Wenn überall Zeug drin rumsteht, Müll drin rumsteht und die Fenster abgehängt sind, dann sind die Aufnahmen nicht wirklich schön. Und ich glaube, mit diesen Aufnahmen hier, da kann man schon ein bisschen was erreichen und es gibt auch einen Eindruck, was das Haus kann. Gehen wir einfach mal rein. Da sind wir schon im Wohnzimmer-Eingangsbereich. Hier haben wir noch so einen kleinen Windfang, das ist relativ unüblich. Im Normalfall gibt es halt solche Windfänge eigentlich nicht, sondern man steht wirklich direkt im Wohnzimmer, das ist hier so üblich. Ja, die Gitter sind ein bisschen abschreckend. Hier unten sind noch Radiatorheizungen. Der Kamin, den gibt es nicht mehr, der ist zu. Der Fußboden sieht gut aus. Gehen wir hoch. Treppe, wie gesagt, alles schön original. Da war noch so ziemlich ekelhafter Teppich oben drauf. Das seht ihr in dem Vorher-Video. Das ist nicht so schön. Und was man hier auch noch sieht, hier oben, das habe ich euch in dem vorhergehenden Video gezeigt, dass da die Leaks, also die Löcher im Dach, geschlossen wurden. Hier sind noch so kleine Sachen, das wird noch gestrichen. Ein paar Schönheitssachen werden noch gemacht, aber die großen Arbeiten sind soweit durch. Die Heizung wurde komplett überholt. Hier sehen wir das Badezimmer, also Subway Tiles überall, die komplette Badewanne ist neu. Das Vanity, also hier das Sink, die Abfluss- und Wasserhahn kommt noch neu. Hier sind noch kleine Schönheitsreparaturen. Das hier ist eine Heizung übrigens, da auch das Bad ist vergittert, ein bisschen Caulking fehlt noch und dann sind wir hiermit, glaube ich, auch durch in diesem Raum. Also wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten sind noch. Gehen wir hier ins zweite Schlafzimmer. Den Raum, der hat auch noch ein bisschen Liebe gebraucht. Also hier war ein Loch in der Decke, durchgemodert, geschimmelt. Die Heizung muss noch gestrichen werden. Die Fensterbänke hatte ich schon mal erwähnt. Die wurden alle ausgetauscht, weil da gibt es eine Vorschrift, dass da Blei drin sein könnte. Beziehungsweise in dem Fall wohl auch war. Und das muss ausgetauscht werden, wenn es sowas vorkommt. Das war das große Schlafzimmer, also Master Bedroom. Der Schrank hier, der wurde komplett neu gemacht. Der Schrank auch. Fußboden schaut gut aus. Heizkörper sind noch die alten, die werden noch gestrichen bzw. verkleidet. Und hier der Strick ist nur das Vermieteschild, damit das auch von der Straße aus zu sehen ist. Wir gehen mal in die Küche und nehmen hier die Abkürzung. Gehen wir durchs Haus, Dollhaus. Und gehen hier runter in die Küche. Und das ist die Küche. Von dem Fenster hier hinten nicht abschrecken lassen. Das wird noch getauscht komplett. Auch der wird noch gestrichen. Die Küche war in einem sehr, sehr traurigen Zustand. Da gibt es vorher Bilder, die sind wirklich erschreckend. Ich blende euch das mal hier ein. Und auch während der Bauzeit ist hier einiges passiert. Auch hier sind dieselben Tiles, also Subway Tiles. Also die Arbeitsplatte ist Granit. Gasherd, so Farmsink, ein bisschen größeres Sink und hier hinten ist die Waschküche sozusagen, der Washer-Dryer, hier steht noch das Werkzeug.
Auf jeden Fall gibt es doch einen Eindruck, was aus diesem hässlichen Reihenhaus-Entlein werden kann. Und es ist doch eigentlich ein schöner Schwan. Was du in meinem Video hier siehst, gefällt dir? Zeig mir das ganz einfach mit einem Daumen hoch unter dem Video. Am besten schreibst du mir deine Themenwünsche als Kommentar unter das Video. Dann kann ich bei den nächsten Videos und Episoden direkt darauf eingehen. Und hier wie versprochen die Zahlen zu Purple Rain. Also der Kaufpreis ist immer noch $64.500. Die Steuern sind jährlich $657 und die Reno-Kosten waren bei diesem Haus eine Punktlandung. Da blieb es knapp unter 30.000, also können wir mit grob 30.000 hier rechnen. Die erzielbare Miete in dieser Gegend im Vergleich mit anderen Objekten ist $1.200 bis $1.400. Das Haus ist aktuell am Markt für $1.190 und da ist das Ziel bewusst, unter dieser 1200er Marke zu bleiben, damit man einfach eine breitere Zielgruppe anspricht und eine höhere Nachfrage hat. Und wenn dann Leute sich für das Haus interessieren und es wirklich wollen, dann kommt es auch schon vor, dass die Leute einfach mehr Miete anbieten von sich aus und man da immer noch den Cashflow erhöhen kann. Die Kennzahlen haben sich dadurch nicht gravierend verändert. Der Faktor ist immer noch 6,4, die Bruttomietrendite 15,5%, Cash-on-Cash-Return ist 11,4 und der Cashflow mit $916 pro Monat ist auch hervorragend. Die Zahlen sind jetzt der Zustand vor einer möglichen Refinanzierung. Wenn jetzt eine Bank dieses Objekt refinanziert, dann sinkt natürlich der Cashflow, weil man natürlich die monatliche Rate an die Bank mit bedienen muss, aber der Cash-on-Cash-Return wird viel höher, weil man hier natürlich kein eigenes Geld mehr investiert hat und nur noch quasi die Bank die Finanzierung von diesem Haus trägt und der Rest durch den geschaffenen Wert, durch die Anfangsinvestition entstanden ist. Also summa summarum ein hervorragender Business Case. Das Stichwort bei solchen Objekten ist BRRR. Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. Dieses gesamte Haus ist ein BRRR. Es wurde Cash finanziert und jetzt ist der nächste Schritt, zur Bank zu gehen. Bei der Bank kriegt man eine Refinanzierung für dieses Objekt. Vorausgesetzt, die Bank sagt natürlich, dass der Wert, den der Investor darin sieht, auch derselbe Wert ist, den die Bank darin sieht. Wenn das der Fall ist, bekommt man fast sein ganzes Geld aus diesem Objekt wieder raus. Man hat das Objekt, einen positiven Cashflow. Man hat das Cash, also liquiden Mittel, wieder raus. Und somit hat man die Möglichkeit, das Ganze repeat zu wiederholen an einem neuen Objekt. Auf geht's zum nächsten Objekt. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich gebe dir noch kurz einen Moment, den Like-Button unter dem Video zu drücken. Hast du? Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.